Junge, willkommen zurück zu God of War, ihr lieben Jungen und Mädchen, selbstverständlich. Männer und Frauen, auch Tiere, ich heiße euch alle willkommen. Also, God of War ist am Start und wir müssen zum Boot zurückkehren, wurde mir gesagt. Und dann wollen wir genau das tun. Nun denn. Bevor Modi uns so grob unterbrochen hat, wollten wir gerade Tirs Gruft erkunden. Ja, um die schwarze Rune zu finden. Junge, kennst du den Weg von hier aus? Oh, ich weiß nicht. Klar weißt du es, Kleiner. Wir brauchen ein Boot. Weiß nicht. Ja, wir brauchen wohl ein Boot. Also gut. Wo war der komische Fahrstuhl? Da, wo das Symbol ist, quasi. Ja, Tiers Tempelkram ist richtig, da war irgendwie was. Finde ich gar nicht mal so schlecht. Man wurde ja im Laufe der Story halt dahin geschickt zu diesem Tier-Tempel, wie auch immer. Und dann kam ja die ganze Geschichte, dass er hier verletzt wurde, krank wurde, was auch immer. Und dann musste man quasi die Hauptstory abbrechen an der Stelle, um ihn halt zu retten, musste zurück in ein Gebiet, wo man schon mal war, und reist jetzt, nachdem alles wieder in Ordnung ist, wieder zurück. Jemand hat vorher die Schlange. Ist eigentlich relativ simpel, aber sieht man selten in Spielen, dass ich meine, es ist ja doch relativ ein relativ lineares Spiel. Wow. Steig ein, ich werde es ziehen. Aber finde ich eine interessante, finde ich interessant gemacht. Auf du jeden bist Fall. Still. Geht's dir nicht besser? Doch, tut es. Ich weiß, du hast mich und Freya gehört. Du glaubst, du begreifst, tust du nicht. Warum sagst du nichts? Du sagst, ich bin verflucht. Ich bin schwach. Ich bin nicht wie du. Ich bin nicht das, was du wolltest. Aber nach all dem dachte ich, das hat sich geändert. Du weißt nicht alles, Junge. Nein. Aber jetzt kenne ich die Wahrheit. Die Wahrheit. Die Wahrheit. Ich bin ein Gott, Junge. Aus einem anderen Land, weit von hier. Hier entschied ich mich für ein normales Leben als Mensch. Aber die Wahrheit ist, ich wurde als Gott geboren. Und du ebenso. Junge, hast du nichts zu sagen? Kann ich zu einem Tier werden? Kannst du zu einem Tier werden? Nein. Nein, das glaube ich eher nicht. Ich bin ein Gott. Und Mutter? War sie eine Göttin? Nein. Sie war sterblich, aber sie wusste, wer ich bin. Ich bin ein Gott. Warum hast du nie was gesagt? Ich wollte es dir ersparen. Ein Gott zu sein, kann ein Leben voller Kummer und Leid bedeuten. Das ist der Fluch. Was kann ich denn so? Kann ich fliegen? Unsichtbar werden? Ich fühle mich nicht wie ein Gott. Ich kenne deine Kräfte als Gott nicht. Aber sie werden sich zeigen. Ich kann nicht zu einem Wolf werden?
Ich lasse mich gerne überraschen. So, die Wahrheit ist raus. Junge ist ein Gott. Höre ich deshalb manchmal Stimmen? Hast du wirklich nie welche gehört? Nicht so wie du. Das ist nicht überraschend. Jeder Gott ist einzigartig. Also werde ich vielleicht nicht so stark wie Vater, bekomme aber eigene Fähigkeiten? Die hast du doch jetzt schon, Jungchen. Deine Sprachbegabung ist außergewöhnlich für jemanden, der so jung ist. Die Zeit wird zeigen, wozu du sonst noch fähig bist. Du hast es also gewusst? Ja, aber ich habe mehr als meine Götter gekannt. Mich offenbar auch. Wer wusste wohl noch, dass ich ein Gott bin? Freya natürlich. Brock und Sindri? Sie müssen es nicht wissen. Baldur! Weiß er es? Verfolgt er uns deshalb? Kennst du ihn von früher? Am Tag der Beisetzung deiner Mutter sah ich Baldur zum ersten Mal. Das ist die Wahrheit. Hey, wir müssen doch nicht direkt zu Tyrs Gruft zurück, oder? Ich meine, wir sind Götter. Wir können tun, was wir wollen, stimmt's? Worauf hättest du jetzt Lust? Ich werde es dir zeigen. Sehe ich das richtig, dass wir jetzt wieder zur Brücke zurück müssen? Ich meine, hätten wir doch gar nicht ins Boot gehen müssen. Das ist doch jetzt... Ich hätte doch da einfach hinreisen können durch dieses Schnellreiseportal. Du meintest, Odin war einsam? Und darum ständig im Krieg? So einfach ist das nicht. Aber ich hoffte, dass die Liebe ihn mäßigen und uns den Frieden ermöglichen würde. Oder ich erzähle dir die Geschichte später. Versuchen wir es nochmal, ohne Unterbrechungen. Ich werde euch immer unterbrechen. Denn ich habe es eilig. Ich bin im Auftrag des Herrn unterwegs. Hä? Ja, jetzt soll ich wieder runter? Zur Tyrs Gruft zurückkehren. Wo war die denn? Wo war die denn? Ich habe keine Ahnung. Ist schon so ewig her. Ach, hier ist was. Locker dran vorbeigesprintet. Na, das ist es schon. Okay. Auf ein neues. Bereit? Nein. Lies vor. Den Tod ich selbst ich verschlinge, auf das ich wieder Leben bringe. Oh, das gefällt mir. Ob ich das wohl verfasst habe? So, you were saying? Junge! Müsste hier nicht irgendwas passieren? Achso. Ist das dort die Antwort? Da steht in Erde. Verschlingt den Tod, bringt wieder Leben. Es muss Wahres dran. Los. Jürt! Hätte ich in Alfheim gewusst, dass ich ein Gott bin, hätte ich mich nicht so schlecht dabei gefühlt, Alben zu töten. Eine sehr eigenwillige Schlussfolgerung. Du musst nichts bereuen. Die Alben haben sich uns aufgedrängt. Nein, ich verstehe es jetzt. Wir hatten Götter Dinge zu erledigen und dann kamen sie und haben uns in ihre kleinen Probleme reingezogen. Sollten wir das so im Raum stehen lassen? Ich meine, seit ich weiß, dass wir Götter sind, fühle ich mich so viel stärker. Vielleicht fühlst du dich gerade etwas zu gut. Macht stellt dich vor eine schwere Wahl, Kleiner. Du kannst entweder dir selbst dienen oder dich in den Dienst anderer stellen. Wie Tyr. Sie haben ihn geliebt, hm? Ja, ein Gott des Krieges. Doch einer, der für den Frieden kämpfte.
Es hieß, er war heroisch und gerecht und setzte Macht und Wissen ein, um Kriege zu beenden, anstatt sie anzufangen. Also gibt es gute Götter? Das soll alle paar Monde mal vorkommen, ja. Hier werden Orte erwähnt, die ich nicht kenne. Offenbar ist Tyr gerne gereist. Tyr glaubte, dass der Verstand und nicht pure Macht Krieg und Chaos verhindern könnte. Und er wusste, dass ihm der Besuch anderer Kulturen eine Weitsicht gab, die er daheim nie erlangen würde. Odin häufte Wissen an und bewachte es eifersüchtig. Tyr hingegen war offen und teilte seine Lehren und seine Weisheit. Deshalb liebten die sterblichen Tyr und brachten ihm Geschenke aus der ganzen Welt. Und was ist mit Tyr passiert? Odin sah in ihm eine Bedrohung für seine Herrschaft. Er verdächtigte Tyr, mit den Riesen gemeinsame Sachen zu machen, anstatt zu helfen, ihre Geheimnisse für die Asen zu stehlen. Das hat er mir auch vorgeworfen, wobei er in Tyrs Fall recht hatte, glaube ich. Tyr hat den Riesen geholfen? Ich glaube schon, er fühlte sich verantwortlich für das Leid, das Odin über sie gebracht hatte. Ich vermute, er hat ihnen geholfen, ihre Spuren zu verwischen. Der fehlende Weltenturm. Genau. Was immer mit ihm geschehen ist, konnten die Riesen meiner Ansicht nach nur gemeinsam mit Tyrs Hilfe durchführen. Wofür genau brauchte ich diese schwarze Rune? Ich habe irgendwie storymäßig... Wo ist diese schwarze Rune? Keine Ahnung, was das ist. Ich war noch nie. Der Stein! Das muss sie sein! Tyrs Gruft. Willst du jetzt mal meine Chaosklingen sehen? Wow. Der Herr der Ringe. War ja klar. Stylisch. Hattest du gedacht, es wäre so einfach? Nein. Ich hatte es aber gehofft. Und was jetzt? Die Verteidigungsmechanismen der Gruft deaktivieren. Alles klar. Ein Rätsel. Finde ich aber mal sehr stylisch, jetzt auch so von den Lichteffekten her. Sehr, sehr cool gemacht, ehrlich. Hat was. Also, Verteidigungsmechanismen, hast du gesagt. Hier gibt es schon wieder Heals, das ist schon wieder ein schlechtes Zeichen. Oder eine Falle für die Winde von Heel. Aber was glaubst du, wo die Winde sind? Die Winde wovon? Oh, hatten wir das nicht erwähnt? Als du krank warst, haben wir in Helheim dein Heilmittel geholt. Wirklich? Keine schöne Erfahrung übrigens. Aber dein Vater hat einen neuen Trick gelernt. Mit etwas Hilfe von Brock. Brock war auch da? Ich, aber... Darüber sprechen wir später. Nein. Ah, ein Skiendu aus dem Hochland. Früher hatte ich selbst auch einen. Du solltest ihn nehmen, Junge. Ja, Junge. Nimm ihn. Junge. Vielleicht müssen wir uns unterwegs mal Butter aufs Brot schmieren. Genau deshalb kann dich niemand leiden. Ah, ich mag seine Sprüche. Vielleicht müssen wir uns unterwegs mal Butter aufs Brot schmieren. Ah, göttlich. Also, Winde und so hast du gesagt. Ich meine, das hier ist aber nur das Ding, das ich aktivieren muss, oder nicht? Ja, schon wieder die falsche Waffe. Das heißt, ich muss ja erstmal so einen Wind irgendwo fahren lassen, bevor ich da meine Nase dran halten kann. Achso, hier wahrscheinlich. Ja, alles klar. Ah, alles klar. Bewegung, sonst verlierst du sie. Ja. Okay.
ist aber nicht nett. Hat das jetzt irgendwas gebracht? Oh mein Gott. Seht mal, schmale Durchgänge an den Seiten. Perfekt für den Jungen. Aber Vater kommt da nicht durch. Geh, ich komme klar. Du hast gesagt, ich bin fett. Okay. Was bringt mir das jetzt? Hier ist wirklich durchsprinten oder was? Gott. Was soll das denn machen? Oh, wie soll ich das denn hinkriegen? Das hat's nicht so wirklich. Junge. Sieh mal da. Genug jetzt damit. Vergiss nicht, warum wir hier sind. Mach ich nicht. Oh Mann. Ja, hier, liest du. Oder was auch immer du machen sollst. Das stammt aus einem großen Wüstenland, sehr weit entfernt von hier. Leben dort Götter? Oh ja. Viele, viele Götter. Gut oder böse? So einfach ist das nicht, fürchte ich. Okay, das war's schon. Also, dann brauche ich nochmal hier den Wind, aber erstmal wird ein bisschen gekämpft. Das. Ah!
harter Kampf. Geht. Also meine Axt ist mittlerweile echt gut geskillt. Das macht schon Spaß. Das ist jetzt nicht wichtig. Dir war es offenbar wichtig. Es war impulsiv. Schenke meinen Schwächen keine Beachtung. Wow, das war ja fast eine Entschuldigung. Du zerschlägst wohl einfach gerne Tonwaren. Also, von wo bin ich denn jetzt gekommen? Wo ist denn jetzt hier das Lichtdings? Da ist der, da war ich ja schon. Logisch gesehen sollte sich der zweite Ring so verhalten wie der erste. Ja, ich muss ihn nur erst wiederfinden. Oh. Okay. Also hier, das Ding ist es, ne? Ja, genau das ist es. Genau das ist es. Dann brauche ich mal wieder hier den komischen Wind. Gib ihn mir. Gib mir den Wind. Folge mir, Atreus. Will unterwegs. So. Hör zu. Ich will von jetzt an nur die Wahrheit wissen. Ja? Egal, ob sie mich verletzt oder nicht. Ich will lernen. Nur weil du es hast, ein Gott zu sein, muss ich es nicht. Mehr schmale Durchgänge. Ich weiß. Geh. Ich kann gar nicht hinsehen. Oh. Oh. Okay, das Ding war breiter, als es aussah. In dem Moment, wo ich hinten war, dachte ich mir, okay, der Boden sieht so ein bisschen gespickt aus. Das ist bestimmt kein gutes Zeichen. Und dann kam das Ding auch schon runter und fiel auf meinen Kopf. Hör zu, ich will von jetzt an nur die Wahrheit wissen, ja? Egal, ob sie mich verletzt oder nicht. Ich will lernen. Nur weil du es hast, ein Gott zu sein, muss ich es nicht. Mehr Schmarrn durchgängen. Ich weiß. Geh. Ich kann gar nicht hinsehen. Viel Glück. So, das sieht doch schon besser aus. Wow. Trotzdem runter. Okay. Und ich dachte, die Segen wären fies. Lächerlich war das. Lächerlich. Pillepalle. So, es ist da eine Tür und hier ist was zum Lesen. Seht mal, das sind die Wolfriesen, Sköll und Hati. Ja, ganz recht, gesehen. Die Bringer von Tag und Nacht. Wenn sie Sonne und Mond gefangen haben, beginnt Ragnarök, stimmt's? Kannte Tyr sie? Keine Ahnung. Er mochte sie offenbar genug, um ihnen eine große Wand in seiner Gruft zu widmen. Ja. Sieht so aus. Also, jetzt wird noch ein kleiner Kampf kommen, denke ich, und dann soll es das auch erstmal wieder gewesen sein. Gefällt es dir denn gar nicht, ein Gott zu sein? Auf einem Abenteuer an einem fantastischen Ort? Vielleicht wollte Mutter, dass wir etwas Spaß haben. Alles, was wir gesehen und getan haben, war vielleicht ihr Geschenk. Kein Kampf, okay. Na komm, dann will ich das eine Ding noch gerade machen. Nein. Wo ist denn hier der Wind? Ich sehe keine Falle mehr für die, Winde von Hel? Vielleicht können wir sie von einem dieser Balkone aus entdecken. Okay. Ja, okay, da komme ich jetzt so leicht anscheinend nicht wieder dran. Gut, dann mache ich an dieser Stelle jetzt dann doch schon Schluss und im nächsten Teil gucken wir mal, wie wir einen Wind fahren lassen können. Also, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Adios, Kolos.